Jo, so, du. Hi. Weiter geht's in Let's Play IEP in Folge 100. Schlag mich tot. Ach, nee, 109. Genau. Erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass am Freitag die Aufnahme ausgefallen ist. Ich hatte es zeitlich nicht geschafft. Und zweitens möchte ich mich entschuldigen, dass hier schon weitergebaut ist. Warum werdet ihr gleich hören? Oder ja, ihr werdet wahrscheinlich merken, dass ich mich anders anhöre wie sonst. Ich habe nämlich ein bisschen anderes Mikro jetzt. Es ist jetzt nicht der Renner, Oberrenner, aber es dürfte besser sein. In EEP ist jetzt nicht so gigantisch, weil halt EEP nicht gerade einen Sound hat. Beziehungsweise der Sound gerade bei mir auch nicht funktioniert in der Aufnahme. Keine Ahnung wieso. Ja, ist auch egal. Genau, wieso ist hier schon weitergebaut? Ich hatte gestern Abend mal eine Testaufnahme gemacht mit meinem neuen Mikro. Da hat mir aber die Einstellung überhaupt absolut gar nicht gefallen von der Mikroqualität und so weiter. Und darum, ja, hatte ich die Aufnahme dann gelöscht. Es waren auch nur 15 Minuten, also ich hatte hier so ein bisschen Strand, urlaubermäßig gebaut, künstlichen Strand. Dann hier Grünzeug, hier ein Feld. Ja, und hier um den Aldi noch Grünzeug und hier ein Fußballfeld, hatte ich glaube ich schon gesagt. Was mir aber jetzt zugleich gleich auffällt, Wortüberholung. wie man sieht, wenn man hier jetzt schaut, sieht man den Aldi nicht mehr. Von dem her kann ich das Zeugs hier nicht lassen, weil wenn man den Supermarkt nicht sieht, ist es nicht gut. So. Genau, jetzt muss ich mal schauen. Es gab da irgend so eine Tafel mal dafür, oder? Nee, gibt's nicht. Okay. Ja, wie ihr seht, das schwarz blinkende Fenster hier ist immer noch. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Woche schon gesagt, dass ich da noch keine Lösung gefunden habe, aber bereits im Forum gelesen habe. Und ja, mich stört es eigentlich soweit nicht. Wenn es euch stört, dann sagt einfach Bescheid. Natürlich versuche ich es zu beheben, aber mal schauen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Feld und so mit dem Strand jetzt so toll aussieht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so lassen kann. Änderungsvorschläge einfach unten rein. Also hier fährt jetzt ein Mähdrescher auf dem Feld, ist ganz nett so. Kann man so lassen, würde ich sagen. Irgendwie hat der Drescher auch kein Licht. Keine Ahnung wieso. Ja, ich möchte euch erstmal was zeigen. Momentan ist ja mittlerweile aktiv der Adventskalender von Tobi Bahn, alias Tobias Ole. Genau, den Kalender findet ihr auf seiner Webseite. Ich stelle euch den Link zum Kalender mal in die Videobeschreibung. Und da gab es letzte Woche eine ganz schöne Lok von Ostrainer, glaube ich. Ich muss die jetzt nur mal suchen. Die 290 war das. Und die gab es Freeware. Nicht die. Das ist die alte. Die hier. Also eine sehr schöne Lok. Ja, eigentlich für einen Job, denke ich mal. Aber er war so freundlich, die mal in Adventskalender reinzumachen. Und die ist auch sehr schön. Also muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Und im Vergleich zur alten ist das natürlich der absolute Wahnsinn. ja, so sieht das Licht aus. Sound hört man jetzt nicht. Ich höre auch keine Ahnung wieso. Ja, also vielleicht kommt die auch noch in Rot. Das habe ich keine Ahnung haben tun. Und ja, was ich euch noch zeigen möchte, ich weiß nicht, ob ich die Anlage gespeichert habe. Doch, doch. Scheiße. Ich muss das doch speichern. Jetzt hört man den Sound. Ich muss mal kurz was anderes laden. So, ja, und da wäre EP mal abgestürzt. Ja, wir hören uns gleich wieder. So, das war jetzt mein zweiter oder dritter Absturz in der Geschichte von EPL.
Jetzt hört man auch den Spielsound wieder, was verwunderlich ist. Aber na gut, ich mach mal die erschreckenden Framezahlen hier aus. Sonst bekommen wir eure Augenkrebs mit diesen Gleisen hier. Ja, das wollte ich euch eigentlich noch kurz zeigen. Das ist das Bonuspack zu EP11, was mittlerweile online ist. Einmal hier der 424, der meiner Meinung nach sehr schön geworden ist. Also sehr detailliert hier innen, wie man sieht. Mit hier oben Aufschrift und allem drum und dran. Genau, soll glaube ich als S-Bahn Hannover dargestellt werden oder irgend sowas in der Art. S2 steht hier auch, glaube ich. Glaubte ich gerade zu lesen. Ja, ist eine S2. Also mir gefällt das Modell sehr gut. Also man kann hier die Bedruckungen in feinster Weise lesen. Oder auch nicht. Okay, nee, das ist jetzt nicht so toll. Aber man kann es doch lesen. Und für das, dass es eigentlich gratis zur EP11 dazu ist. Und hier noch die Gleisdiele, ist das eigentlich ganz schön. Also viele haben an den rumgemeckert, ich weiß nicht wieso. Der Sound ist noch nicht und so, den gibt es noch nicht. Da kommt noch ein Update zu dem Modell. Aber ja, das wurde auch schon geschrieben, dass es bald kommt. Ja, ich dann hier ein paar Gleisdiele, 7 soll es eigentlich sein, das sind jetzt ein paar mehr. So, haben sich auch ein paar aufgeregt, dass mehr Gleisdiele sind, aber ich sag mal, wenn ich was gratis bekomme, dann rege ich mich nicht auf drüber. Ja, also meiner Meinung nach sind die für Gratis-Modelle auch recht gelungen. Ich weiß nicht, was die alle haben. Aber naja, okay. Ja, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. So, wie man gemerkt hat, hatte ich gerade ein bisschen gesucht, weil ich es verwunderlicherweise das jetzt, glaube ich, in einem anderen Ordner war wie sonst. Die Datei hier zum Let's Play, aber naja, okay. Ja. Also ich wurde gebeten, hier Strom auszubauen. Kann ich gerne machen, weil die ICE fahren möchten hier. Ob ich das machen werde, weiß ich nicht. Wenn dann eher einen Intercity. Aber na gut, so, dann brauche ich mal hier. Also ich bin nicht der Superprofi im Oberleitungsbau, ich nutze auch noch die Standardoberleitung, nicht die von LW1. Weil ich mir die immer noch nicht geleistet habe. Und auch nicht weiß, ob ich es tun werde. Naja. Gut. So. Ja. Zwart. Und dann Eigenschaften. So. Dann legen wir uns den Spline hier einfach mal hin. Wie ging das jetzt nochmal? Letztens hatte ich es mal gemacht, ein bisschen gekämpft mit dem Ganzen hier. So, jetzt warte. Erstmal brauche ich Strom hier für das komplette Netz. Naja, nicht ganz komplett. Also die Nebenstrecke muss nicht bestromt sein. Beströmt sein, aber die Ausfahrt noch, das passt dann so. So. Und so, jetzt dürfte sich der Spline anpassen, glaube ich. Nee. Jetzt hier Gleis ausrichten. So. Ja, ist jetzt hier nur ein bisschen falsch, ne? Frag mich nicht, wie das ging. Wo setzt der jetzt überhaupt Masten? Also letztens hatte ich es mal gemacht, aber irgendwie. Gut, also das ist schon mal die falsche Richtung. Dann muss das ganze Zeug nämlich umgedreht werden. Ja, Oberleitungsbau ist wirklich was, was ich nicht so kann. Und ich mache das jetzt selbst ohne den dummen Spline. Vergiss den. So, jetzt warten wir. Ich brauche hier einen Doppelmast. Ne, nicht Doppelmast, also Zweiseitmast.
Genau den hier. Und den knall ich mir jetzt hier immer an die Enden. Habe ich jetzt die Oberleitung wieder weggemacht oder wie? Ach, leck schon mal bei. Was war jetzt das für ein Satz? Egal, dann halt nochmal. Das ist jetzt wieder voll die spannende Baufolge wahrscheinlich. Ich glaube, ich nenne die Folge mal Timo stellt sich dumm an. So. Ich mache das jetzt mal ungefähr so manuell, sage ich mal, und dann schaue ich mal, wie ich das in 3D gut anpassen kann. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ja, passt schon. Also gestern hatte ich ja mal am Nachmittag die Aufnahme gemacht. Irgendwie, wie ihr seht, immer abends oder spät abends. Naja, also letztes Jahr hatte ich ja schon mal ein Weihnachtsspezial geplant gehabt. Das ist leider in die Hose gegangen. Oder nicht in die Hose, ich hatte es gar nicht gemacht, weil privat. Und heuer denke ich, werde ich das machen. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Art und Weise. Oder vielleicht doch. Mir ist da gerade so ein Gedanke gekommen. Das werde ich aber nicht verraten. Ah, cool, man kann hier jetzt auch skalieren in 2D. So. Irgendwie. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ja. Okay. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass die Leitungen hier passen. Weil ja jetzt hier drüben das andere Gleis noch kommt. Also so. Die muss ich jetzt mal alle anpassen hier. Wahrscheinlich die auch ein bisschen absenken auf minus 0,3. Muss mal meine Tastaturbeleuchtung kurz einschalten. So. Dass ich was sehe, weil bei mir im Zimmer gerade das Licht aus ist. Ich fürchte mich voll. So ungefähr Millimeter Arbeit. Naja. So, dann das nächste. Oder der nächste. So. Und dann der nächste. Und so, dass über die ganze Anlage jetzt, nicht minus 30, das ist ein bisschen sehr viel. Ich würde sagen, minus 0,30 reichen. So, dann haben wir hier das wieder. Passt es auf der anderen Seite, ja. So, dann steht hier ein Signal. Gut. Also mache ich jetzt hier erstmal die Masten. Hier brauche ich jetzt einzelne. Die sind hier weiter oben. Und dann geht es jetzt hier irgendwo los. Ich glaube hier, hier, hier und hier. Und dann schaue ich mal. Ja, erstaunlich gut war die Resonanz oder die Bewertung, nee, nicht Bewertung, die war nicht so der Hammer, aber die Klickzahl und Wiedergabezeit meines Vorstellungsvideos zu EEP 11. Und ich weiß hier keinen anderen Masten hin. Es fragt mich aber nicht, wie der wieder ausschaut. Endmast, irgendwie heißt der, glaube ich. Muss mal schauen. Genau so einer war das. Am Ende. Also die Klickzahl und Wiedergabezeit war erstaunlicherweise sehr gut von meinem Vorstellungsvideo zu EEP 11. Was ich sehr gut finde und mich auch natürlich weiter motiviert und weiter dazu anschiebt, mehr solche Vorstellungsvideos zu machen, wenn es was Neues gibt um EEP.
sei es ein Plugin oder was weiß ich. Und ja, können gern so weitergehen. So, genau so in der Art. So, dann haben wir hier auch so einen Mast. Einen Mast. So. Und dann den da. Jo, ich weiß, mit Spline funktioniert schneller gehen, aber ich kann das heute irgendwie nicht. Letztens hatte ich es auf einer Anlage gemacht, aber irgendwie kämpfe ich mit diesem Teil immer wieder. Und dann lasse ich es doch gleich bleiben, bevor ich mir hier jetzt den, ach, keine Ahnung, den auch keine Ahnung abtu, Arbeit abtu. So. So, ich setze jetzt einfach noch die Masten hier. Hier gehört, nee, den konnte ich hier noch nicht einbauen. Hier gehört der hin. Also ungefähr weiß ich, welcher Mast wohin gehört. Bei mir ist leider noch keine Oberleitung an der Strecke. Und darum sehe ich die nicht so oft. Aber ich weiß trotzdem so ungefähr, was wohin gehört. An welchen gehört wieder eine Zwei-Verteilungs-Oberleitungsmastteil. Und an, ja, hier die ganz normalen dann. So, welche die dann auch zwischenpassen. So, hier wird es dann zu eng für den Mast. Und ja, hier noch ein Signal. Ne, das ist alles zu eng hier. Da brauche ich nämlich einen Doppelmast. Also einen, der was von links kommt, doppelt. Genau, ne, nicht so ein. Sondern den da. Und der kommt hier hin. Und ja, und dann reicht's auch. Weil sonst dauert die Folge wieder zu lang und das schaut sowieso keiner so lang an. Oder nicht alle so viel. So viel. Ja, vergesst, ich kann heute sowieso nicht mehr reden. In dem Sinne macht es auch keinen Sinn, das hier jetzt hier noch länger aufzumachen. Ich hoffe, meine Mikroeinstellungen sind jetzt, wie gesagt, ein bisschen besser wie davor. Und ja, ich möchte jetzt noch ein Thumbnail machen, aber das mache ich dann offscreen, weil ich dann noch ein Programm starten muss und alles so aufwendig ist. Was ich machen kann, ich kann hier einen Zug hinstellen für ein Thumbnail. Dann nehme ich doch gleich nochmal den 424, nicht 422. Wo ist denn der wieder? Hier. Den stelle ich mal hier rüber. Und dann machen wir das nächste Mal die Oberleitung fertig und dann den Dings, der Bumster. wie heißt die Vorstraßen. Und ja, von dem her, hier steht was zu viel, oder? Ja. War klar. So. Und von dem her sehen wir uns dann wieder am Freitag in der nächsten Folge, hoffe ich. Und ja, gut, dann. Ja. Ne? Und so. Ciao. Aufnahme beenden. So. Tschüss.